Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. In der heutigen Meditation baue ich ein bisschen auf die letzte Reise auf. Die letzte Reise, da ging es ja um Lösen der Manipulationsenergien aus dem Familiensystem. Und heute möchte ich dann noch einmal nacharbeiten und ein bisschen neue Bilder liefern zu diesem Thema, weil man das ja auf mehrere Ebenen einfach bearbeiten kann. Und zwar werden wir das heute so machen, dass es mir darum geht, den Wirkungskreis deiner Ahnen zu durchbrechen und deinen eigenen Wirkungskreis, deinen Radius, deine Wirklichkeit zu entfalten. Also dort, wo vielleicht Konzepte der Eltern noch da sind, wo man sagt, was kann ich denn erreichen? Wer kann ich denn sein? Wie kann ich mich denn selber ausdrücken? Wenn es da so vor bestimmte Programmierungen gibt, schauen wir, dass wir die heute in dieser Reise mal lösen und transformieren. Gut, dann starten wir einfach mal. Ich stimme mich da jetzt noch kurz ein, weil ich da heute einfach so die Begleitung mit dazu einlade, und zwar die Begleitung dein höheres Selbst, das heißt dein Seelenplan soll da heute dich auch durchführen durch diese Reise, durch diese Meditation. Und das höhere Selbst ist eigentlich so die Wirklichkeit, mit der du hierher gekommen bist. Das heißt, das ist die Wirklichkeit, die du in dir trägst und auch, was du hier auf Erden entfalten möchtest, welche Potenziale du hast. Das heißt, so dein ureigenes Wesen. Und jetzt atme einfach mal tief ein und wieder aus. Und stell dir einfach mal vor, dass du mit deinem höheren Selbst in Verbindung trittst. Und das ist ganz leicht. Du kannst dir vorstellen, entweder, dass du unter einem goldenen Licht stehst, wie unter der Sonne. Und diese Sonne ist dein höheres Selbst, ist dein höchstes, unverletztes Potenzial. Spüre einfach mal so den Kontakt zu deinem höheren Selbst. Dieses Licht, diese Sonne strahlt über deinem Kopf und scheint auf dich hinunter. Und dieses Strahlen ist die Verbindung zu deinem höheren Selbst, die du jetzt für diese Meditation, diese Reise aktivierst. Du atmest tief ein und wieder aus und schließt deine Augen und lässt das Licht von deinem höheren Selbst in dich einfließen. In dieser Verbindung sind die Lösungen zu sämtlichen Themen, ist jeglicher Schutz, ist jegliche Klarheit, ist alles enthalten, was du hier auf Erden brauchst, um ein erfülltes, zufriedenes Leben zu leben. Das ist dein ureigenes Licht. Und dieses Licht scheint jetzt auf dich herab, durch dich hindurch, ist mit dir in Verbindung, berührt dich und inspiriert dich. Dieses höhere Selbst ist ein zeitloses Wesen. Das bedeutet, es kennt keine Vergangenheit und keine Zukunft.
Es war nie Kind, so wie du mal Kind gewesen bist. Es altert auch nicht, so wie du alterst. Es ist stetig mit dir verbunden und ist auch das, was von dir bleibt, wenn du nicht mehr auf Erden wandelst. Dieses höhere Selbst ist absolutes Bewusstsein. Es weiß um den Ablauf der Zeit, um die Beeindruckungen, die du aus deinem Familiensystem erhalten hast. Aber es ist nicht Leidende oder Leidender. Es ist nicht Opfer. Es ist Zeuge. Es nimmt wahr. Es nimmt deine Beeindruckungen, deine Ängste wahr. Nimmt das wahr, was du aus deiner Kindheit gespeichert hast, ohne es zu leben. Es nimmt wahr, wo du mit deinem Vater in Konflikten stehst und verbunden bist. Es nimmt wahr, wo du mit deiner Mutter in Konflikten stehst oder verbunden bist. Und in dieser Wahrnehmung bietet es dir auch Heilung an, eine Entwicklung, eine Erlösung der Energien, die in der Vergangenheit gebunden sind. Es ermöglicht dir, aus alten Spielen auszusteigen, aus alten Machtspielen, aus alten Opferspielen, aus alter Anspannung, und du spürst nun, dass eine tiefe Liebe, ein tiefes Verständnis dein Unterbewusstsein berührt, dein inneres Kind, dein Nabelchakra. Und diese Liebe kommt von deinem höheren Selbst. Dein höheres Selbst kommt nicht alleine zu dir, sondern bringt deinen kosmischen Vater und deine kosmische Mutter mit. Zwei Begleiter, die dich trösten und unterstützen. Erschöpftheit, Selbstzweifel und Unsicherheiten fallen von dir ab. Und du spürst, wie du dich in deine Kraft hinein entspannst. Du spürst, wie eine tiefe Heilung durch dich fließt
die aus der Quelle deines höheren Selbsts und deiner kosmischen Eltern zu dir kommt. Nimm dich als behütet und getragen wahr. Nimm dich als unendlich geliebt wahr. Spüre, wie Anstrengungen, innere Spannungen von dir abfließen und wie eine tiefe, allumfassende Liebe und ein tiefes, allumfassendes Verständnis durch dich hindurchfließt. In diesem Friedensraum, in diesem Heilungsraum entwickelst du dich, indem du dein höchstes Potenzial entfaltest. Du spürst, dass dieses Potenzial nichts mit den Potenzialen deiner Eltern oder deiner Geschwister zu tun hat. Dass dieses Potenzial nichts mit deinen Großeltern, Onkeln oder Tanten zu tun hat. Vielleicht gibt es Überschneidungen, aber dein Potenzial ist dein ureigenes Licht. Deine ureigene Frequenz. Und du darfst nun aus einem höheren Standpunkt sehen, dass deine Eltern, dein Vater, deine Mutter in einer ganz anderen Frequenz schwingen, als du das machst. Auch deine Geschwister schwingen in einer anderen Frequenz. Auf manchen Ebenen ist diese Frequenz vielleicht harmonisch mit deinem Licht, auf anderen nicht. Aber du spürst, wie du wächst und dich weiterentwickelst. Wie du alte Energiespiele mit deinem Familiensystem hinter dir lässt und auch deine Familienmitglieder, deine Eltern, deine Geschwister lassen diese Spiele sein. Du siehst jeden in seinem höchsten Licht. Und über dieses Licht erkennst du, dass jeder in einer anderen Welt lebt. Dass alle scheinbaren Erfahrungen, Erlebnisse ganz unterschiedlich wahrgenommen wurden. Du spürst, dass es gut so ist. Und dort, wo du vielleicht Missverständnis oder Irritation erweckt hast, wo du deine Eltern irritiert hast, das darf jetzt in Heilung gehen. Genauso darf bei dir alte Irritation von deinen Eltern,
von deinem Familiensystem in Heilung gehen. Wenn du Kinder hast, nimmst du auch deine Kinder in Verbindung mit ihrem höheren Selbst wahr. Du erkennst, dass du keinen Anspruch auf deine Kinder hast und dass auch diese frei und verbunden sind und sämtliche Irritationen, die deine Kinder von dir tragen, lösen sich jetzt auf und auch umgekehrt jegliche Irritation, die du von deinen Kindern trägst, darf sich jetzt lösen. Du nimmst nun auch deine Partnerin oder deinen Partner in Verbindung mit dem höheren Selbst und den kosmischen Eltern war und sämtliche Konflikte, Machtspiele, sämtliche Beeindruckungen von deiner Partnerin oder deinem Partner fallen jetzt von dir ab und auch bei deiner Partnerin oder deinem Partner fallen die Irritationen ab, die du verursacht hast. Du spürst nun, wie diese Freiheit und Reinigung in einem weißen, strahlenden Licht von deinem Scheitel durch deinen ganzen Körper, dein ganzes Energiefeld fließt, bis zu deinem Steißbein, zwischen deinen Beinen hindurch, in die Erde. Und sämtliche Projektionen, die du auf Mutter Erde gelegt hast, werden nun geheilt und gelöst, sodass du in den Schoß von Mutter Erde sinkst und sämtliche Projektionen, die du auf den Vater im Himmel gelegt hast, lösen sich, sodass du ganz in deine innere Inspiration kommen kannst. Du spürst jetzt eine tiefe Verbundenheit und eine tiefe Dankbarkeit. Atme einmal tief ein und wieder aus und spüre diese Verbindung. Spüre deine innere Freiheit und dein inneres, zeitloses Sein. Spüre dein ewiges Bewusstsein. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und streck dich mal durch und beweg deine Arme und Beine. Und während du sanft deinen Körper bewegst, bedankst du dich bei deinem höheren Selbst, deinen kosmischen Eltern und allen geistigen Helfern und Führern, die heute an deiner Seite die Energien bearbeitet haben. Du nimmst dir dein höchstes Bewusstsein mit in den Alltag und hilfst dir in deiner Klarheit, deiner Selbstbestimmtheit und deiner vollen Eigenverantwortung, dein Leben zu 100% zu entfalten. Deine Energie
zu 100% auf die Projekte zu geben, die dir wichtig erscheinen, dass du all das verwirklichen kannst, was deinem höchsten Licht entspricht. So sei es, so sei es, so sei es. Streck dich durch, atme nochmal tief ein und wieder aus. Und wenn du dich gut spüren kannst, erlaube nochmal, dass das Licht nach oben geht, dass du gereinigt zurückbleibst, dass du in dein Alltagsbewusstsein zurückkommst, dich gut wieder in deinem Körper spürst. Und dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück und fühl dich vollständig klar und entspannt. Ja, du siehst, man kann das Familiensystem auf mehrere Arten auch energetisch so bearbeiten. Falls du die Meditation letzte Woche noch nicht kennst, ich verlinke sie dir unten einmal. Dann kannst du ja nochmal da reinschauen. Wie hat es dir gefallen? Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, das würde mir sehr helfen. Und wenn du einen Input, einen Kommentar hast, wie diese Meditation für dich gewesen ist, freut es mich natürlich, wenn ich was von dir lese. Ich wünsche dir eine gute Zeit, liebe Grüße und bis nächstes Mal. Dein Oliver Erreni. Tschüss.